Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte ja in der letzten Predigt über biblische Meditation gesprochen und möchte heute mit diesem Thema fortfahren und Ihnen weitere wichtige Gründe geben, biblische Gründe, warum wir meditieren sollten, und zwar in richtiger Weise. Ich spreche nicht von fernöstlichen Meditationspraktiken, sondern von biblischer Meditation. Aber zunächst einmal nochmals erwähnt in eigener Sache, dass wir, meine Frau und ich, in Deutschland sein werden, und zwar im September. Und wir werden 2 wöchentliche Sabbatversammlungen abhalten, und zwar am 15. September und am 29. September. Und auch dann während der heiligen Tage des Posaunenfestes am 17. September und des Versöhnungstages am 26. September gegenwärtig sein. Und wir werden uns in Speyer versammeln, das nur deshalb, um einigen von Ihnen bereits jetzt schon diese Nachricht zukommen zu lassen, die mir geschrieben haben und gesagt haben, sie müssten sich Urlaub nehmen und sie möchten natürlich auch wissen, wo wir uns versammeln. Wir werden Ihnen noch bekannt geben, wo genau das sein wird. Und einige haben sich auch um die Taufe bemüht. Auch da werden wir uns um Örtlichkeiten bemühen in Speyer, um dies durchführen zu können, falls es dazu kommen sollte. Aber zunächst einmal möchte ich jetzt fortfahren mit der biblischen Meditation. Und wir hatten bereits in der letzten Sendung gesehen, dass sich biblische Meditation auf Gott beziehen muss. Es geht nicht darum, uns irgendwelche Gedanken über Dinge zu machen, die eigentlich mit der Bibel gar nichts zu tun haben. Es geht um Gott. Und schauen wir uns einmal in Psalm 77 eine interessante Stelle an. Und ich lese, wie auch in der letzten Predigt, aus der Elberfelder Bibel, die in den meisten Fällen diese Stellen besser bringt. Psalm 77 und Vers 7. Und da lesen wir in Psalm 77 und Vers 7, ich sann nach des Nachts. Und andere biblische Übersetzungen, wie zum Beispiel englische Übersetzungen, haben hier ganz wortwörtlich, ich meditiere des Nachts. Ich sann nach des Nachts, und das ist ja, was Meditieren bedeutet. Nachsinnen, überlegen, sich Gedanken machen. Ich sann nach des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich, und es forschte mein Geist. Nun, jeder Mensch hat ja, wie wir wissen, einen Geist im Menschen, und wenn wir bekehrt sind, haben wir zusätzlich auch noch den Heiligen Geist von Gott. Aber worüber dachte sein Geist nach? Worüber forschte er? Lesen wir einmal weiter in den Versen 12 und 13. Da heißt es, ich will gedenken der Taten Jahs oder Jahwes des Herrn. Ja, deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Wir sehen also hier, dass der Psalmist über die Taten Gottes nachdachte. Und das war auch notwendig in diesem Falle, weil er sich in Schwierigkeiten befand. Und er dachte darüber nach, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hatte und wie er auch in der Zukunft handeln wird. Wir lesen eine ähnliche Aussage im Psalm 143. Psalm 143 und Vers 5. Und hier sagt uns David Folgendes. Psalm 143 und Vers 5. Da heißt es, ich gedenke der Tage der Vorzeit, überlege all dein Tun, ich sinne nach über das Werk deiner Hände. Er machte sich Gedanken darüber, warum er erschaffen worden war. Er machte sich Gedanken darüber, wie Gott einem in der jetzigen Zeit, wenn wir in Schwierigkeiten sind, helfen kann, helfen könnte. Und er dachte daran, wie Gott in der Vergangenheit eingegriffen hatte. Und das ist auch gut für uns heute. Wenn wir uns in Schwierigkeiten befinden, sollten wir daran denken, wie oft Gott in unserem Leben bereits eingegriffen hat, uns geholfen hat. Und dies wird uns auch dann ermutigen, weiterzumachen, nicht aufzugeben, daran zu denken, wie Gott allmächtig ist und dass er uns helfen wird, wenn wir seine Hilfe brauchen und wollen und wenn wir uns dann auch dementsprechend Gott gegenüber verhalten. Wir sollten also, dies ist ein gutes Prinzip, über Gottes Werke nachdenken. Wir sollten darüber nachdenken, wie Gott gehandelt hat und wie Gott helfen wird. Und das kann uns sehr große Ermutigung geben
in Zeiten der Trübsal, in Zeiten der Not, in Zeiten der Verzweiflung. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 41 an. Jesaja Kapitel 41 und die Verse 17 bis 20. Jesaja Kapitel 41 und die Verse 17 bis 20. Und da lesen wir Folgendes hier, angefangen in Vers 17. Die Elenden und die Armen suchen nach Wasser, und es gibt keins. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien, Myrten und Olivenbäume, werde Wacholderbäume in der Steppe pflanzen, Platanen und Zypressen miteinander, damit sie sehen und erkennen, es merken und verstehen allesamt, dass die Hand des Herrn dies getan und der Heilige Israels es geschaffen hat. Nun, dies ist eine Prophezeiung für die Zukunft, eine Prophezeiung für das Millennium. Eine Prophezeiung, wenn Israel die Wahrheit erkennen wird. Und ich spreche jetzt nicht nur von den Juden, ich spreche von dem Haus Israel, den Nachfahren des alten Israels, die wir heute in Ländern wie zum Beispiel Amerika, Großbritannien, Australien, Kanada und so weiter finden können. Aber ich spreche auch über alle Menschen, die dies erkennen werden, die es heute noch nicht erkannt haben, dass es Gott ist, der uns hilft, dass es Gott ist, der uns eine Zukunft gibt, dass es Gott ist, der uns Hoffnung geben kann und wird in Zeiten der Not, wenn wir diese Hoffnung wollen. Es ist gut, darüber nachzudenken. Es ist gut, über Dinge nachzudenken, die in der Vergangenheit gewesen sind, die uns heute betreffen, die in der Zukunft stattfinden werden. Das kann uns Ermutigung geben. Sollte uns Ermutigung geben in Zeiten der Trübsal, in Zeiten der Not. Schauen wir uns einmal an, was Samuel dem Volk Israel sagte in 1. Samuel Kapitel 12. 1. Samuel Kapitel 12 und lesen wir die Verse 23 und 24. 1. Samuel Kapitel 12 und Vers 23. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Auch hier wiederum, denkt daran, was für große Dinge Gott an euch bereits getan hat. Und schauen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie heute zu den wenigen gehören, die beginnen, die Wahrheit Gottes zu verstehen und sich dafür zu interessieren und sich dafür zu begeistern, dann befinden Sie sich bereits schon in einer Kategorie, die separat ist von den meisten Menschen. Wenn Ihr Verstand für die Wahrheit geöffnet wurde, dann deshalb, weil Gott mit Ihnen arbeitet. Und denken Sie daran, welch große Dinge dann Gott bereits schon an Ihnen getan hat. Auch im Hinblick auf geistliches Verständnis. Christus sagte ja, dass keiner zu ihm kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und er sagte auch, dass der Vater uns den Sinn für seine Wahrheit eröffnen muss. Und wenn Gott dies tut, dann will er bestimmt auch nicht, dass sie dann in physischer Hinsicht total als Bettler erscheinen. Er will ja, dass sie auch Wohlstand genießen, dass es ihnen gut gehen wird. Denken Sie daran, wenn es vielleicht in Zeiten der Not nicht so aussehen mag. Christus sagte, konzentriert euch auf Gottes Wort, auf Gottes Reich, auf seine Gerechtigkeit und all die Dinge, die ihr in physischer Hinsicht braucht, die werden euch gegeben werden, wenn unsere Prioritäten richtig sind. Schlagen wir Psalm 119 auf. Psalm 119 und in Vers 59. Psalm 119 und Vers 59. Da sagt David etwas sehr Bemerkenswertes. Ich habe meine Wege überdacht. Er hat über seine Dinge, über seine Wege nachgedacht. Er hat darüber meditiert. Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Er hat analysiert, wie er lebte.
Und falls es einer Änderung bedurfte, dann hat er diese Änderung vollzogen im Hinblick auf die Zeugnisse, auf die Wahrheiten, auf die Gesetze, auf die Vorschriften Gottes. Er hat also in dieser Meditation sich auf Gott konzentriert und sein Leben mit dem verglichen, was Gott einem sagt. Nun, das ist nicht nur für David Wahrheit gewesen, das ist auch für andere Wahrheit gewesen und sollte für uns heute auch ebenfalls Wahrheit sein, bindend sein. Es sollte uns die Motivation geben, über uns selbst nachzudenken, im Hinblick auf und im Vergleich mit Gottes Wort. In Ezekiel Kapitel 18 lesen wir etwas sehr Bedeutsames in dieser Beziehung. Denn wenn wir bemerken, durch unsere Meditation, durch das Analysieren unserer Lebensweise, dass wir uns nicht im Einklang befinden mit dem, was Gott von uns erwartet, dann muss man natürlich eine Änderung vollziehen. In biblischer Terminologie heißt das Reue. Reue, eine Umkehrung vom Falschen hin zum Richtigen. Und so lesen wir in Hesekiel Kapitel 18 und die Verse 27 und 28. Hesekiel 18, angefangen in Vers 27. Wenn aber ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, er wird seine Seele am Leben erhalten. Was auch wiederum zeigt, dass es keine unsterbliche Seele gibt. Die Seele ist der Mensch und die Seele kann sterben. Aber Gott sagt, wenn man umkehrt, wenn man bereut, dann wird man am Leben bleiben. Sieht er es ein und kehrt er um von all seinen Vergehen, die er begangen hat, leben soll er und nicht sterben. Also, wenn man sich über sein Leben Gedanken macht, darüber nachsinnt, darüber meditiert und erkennt, dass es eine Lebensänderung bedarf, dann muss man diese Lebensänderung vollziehen, um am Leben zu bleiben. Und wir reden nicht hier nur vom physischen Leben, wir reden auch vom ewigen Leben. Wir wollen ja all das ewige Leben ererben. Aber Gott erwartet, dass wir, wenn er uns den Verstand öffnet, uns dann auch in der richtigen Weise verhalten. Wenn wir uns Psalm 15 einmal anschauen, da wird etwas gesagt über unsere Lebensweise. In einer der englischen Bibeln wird hier die Überschrift gebraucht, der Charakter derer, die mit dem Herrn leben wollen oder die bei dem Herrn leben wollen. Es geht hier um eine Charakterbeschreibung. Es wird der Charakter eines Christen beschrieben. Und schauen wir uns einmal an, wie der hier beschrieben wird. Psalm 15 und Vers 1, ein Psalm von David. Herr, fragt David, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Also David hat sich hier Gedanken gemacht. Er hat sich die Frage gestellt, wie kann ich ewiges Leben ererben? Wie kann ich für alle Zeit mit Gott zusammen leben? Die meisten Menschen heute machen sich solche Gedanken gar nicht. Die haben vielleicht eine vage Idee, dass wenn sie sterben, irgendwie dann in die Gegenwart Gottes kommen werden, aber sie fragen sich nicht, wie das zu bewerkstelligen ist und was es für Voraussetzungen gibt dafür, welche Voraussetzungen Gott uns gibt, dass wir das ewige Leben erlangen können. David hat sich diese Fragen gestellt. Wir sollten uns diese Fragen stellen und hier wird uns eine Antwort gegeben. Angefangen in Vers 2. Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Zunächst einmal geht es darum, was in unserem Herzen ist. Wes das Herz voll ist, wie es so schön heißt, dessen Mund geht über. Zunächst einmal muss die Wahrheit in unserem Herzen sein. Der nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten, keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Der hat er zum Schaden geschworen oder etwas versprochen, es nicht ändert, sondern er bleibt seinem Wort treu, der sein Geld nicht auf Zins gibt oder besser auf Wucher,
und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen, wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Also David unter göttlicher Inspiration hat diese Dinge niedergeschrieben, nachdem er sich zunächst einmal Gedanken darüber gemacht hat, was er zum Beispiel tun muss, um ewiges Leben erlangen zu können, um nicht in Ewigkeit zu wanken. In Kapitel 24 fährt David mit seiner Meditation fort. Psalm 24 und die Verse 3 bis 6. Psalm 24, die Verse 3 bis 6. Wiederum die gleiche Frage, nur anders ausgedrückt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wiederum die Meditation des David und hier wird die Antwort von ihm gegeben, wiederum unter göttlicher Inspiration für uns heute auch, dass wir dies lesen können, dass wir dies verstehen können. Was Gott erwartet von uns, Vers 4, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug, der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht derer, Vers 6, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Jakob oder Israel. Und wir sind ja heute, oder sollen zumindest heute, geistliche Israeliten sein. Also, dies gilt für uns. Wir sollen uns darüber Gedanken machen. Und im originalen Text wird dann das Wort Selah noch hinzugefügt. Nur das Wort Selah heißt so viel wie, denke darüber nach. Mach mal Pause von deinem hektischen Lebensweg, deinem hektischen Lebensalltag. Mach mal Pause, meditiere mal darüber, denke mal darüber nach, was Gott uns hier sagt und versuche dies dann auch in deinem Leben zu bewerkstelligen. Und die Fragen, die hier gestellt werden, suchen wir Gottes Antlitz? Haben wir reine Hände? Tun wir alle diese Dinge, die hier beschrieben sind? Im Neuen Testament wird ebenfalls mehrfach davon gesprochen, dass wir über diese Dinge nachdenken, nachsinnen, meditieren sollen. Wie ich in der letzten Predigt bereits sagte, Meditation ist absolut notwendig für das Leben eines Christen. Wir müssen uns einfach die Zeit nehmen, über diese Dinge nachzudenken, sie zu vergleichen mit dem, wie wir heute leben, was wir tun, worüber wir nachdenken und was so unsere Prioritäten sind. Und wenn da irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen in unserem Leben, eine Kehrtwendung durchzuführen. 1. Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus Kapitel 4. Und lesen wir einmal Vers 15. 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 15, wo der Apostel Paulus ja diese folgenden Dinge an den Evangelisten Timotheus schreibt. 1. Timotheus 4 und Vers 15. Da sagt er, bedenke dies sorgfältig. Also denke darüber nach, was er eben gerade da geschrieben hatte. Göttliche Anweisungen. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin. Es ging also nicht nur darum, gewisse Dinge jetzt theoretisch zu akzeptieren, sich über diese gewissen Dinge dann Gedanken zu machen und dann vielleicht zu sagen, naja, also okay, das sind so Dinge, die ich tun muss, aber man es dann nicht tut, sondern er sagt, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Also wenn man auf richtige Weise meditiert oder nachdenkt und dann auch die Dinge dann in seinem Leben durchführt, die man erkannt hat, dann wird der geistliche Fortschritt allen offenbar werden. Und Paulus fährt aber fort zu sagen, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Schauen Sie, unser Leben sollte ein Licht sein für andere. In den meisten Fällen nicht unbedingt durch das, was wir sagen, durch unsere Worte. Wir sprechen meistens viel zu viel anderen gegenüber. Sondern dadurch, dass man als ein Licht scheint, dass man
gute Werke tut, dass man den Menschen zeigt, wie man als ein Christ leben sollte. Ein weiser Mensch hat einmal gesagt, wir sollen ja ein Licht sein und ein Licht hört man nicht. Ein Licht sieht man, aber man hört es nicht. Wenn man ein Licht hört, dann ist etwas faul mit dem Licht, dann geht es kaputt. Christus sagt, wir sollen ein Licht sein und die Menschen, die unsere guten Werke sehen, die werden dann Gott dafür loben und preisen. Wir werden auch darauf zu sprechen kommen, dass man hin und wieder reden muss, aber in den meisten Fällen sollte man nicht viel reden. Vor allen Dingen, wenn man neu ist, hat man das Bedürfnis, neu im Glauben meine ich jetzt, dann hat man das Bedürfnis, anderen diese Dinge mitteilen zu wollen, andere bekehren zu wollen und bekehren sie sich selber erst einmal, bevor sie versuchen, andere zu bekehren. Sie können sowieso niemanden bekehren. Gott muss jemand anderen bekehren, wie er sie bekehren muss. Bevor sie beginnen, anderen etwas beizubringen oder beibringen zu wollen, bringen sie es sich selber bei und leben sie danach. Schauen Sie, darum geht es. Meditation hilft Ihnen, sich selbst zu erkennen, im Vergleich zu und im Hinblick auf Gottes Wort. Lesen wir in den Versen 12 und 13, was Paulus hier dem Timotheus gesagt hatte. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort. Nun, Timotheus war Evangelist, aber schauen Sie auch hier, wie Paulus fortfährt. Im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit oder Reinheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Aber hier, wie gesagt, es war Timotheus, der diese Aufgabe hatte als Evangelist. Und er sagt hier dann, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Schauen Sie, seine Ordination wurde durch die Ältesten hervorgebracht. Viele heute meinen, sie könnten von sich aus beginnen, das Evangelium Gottes anderen zu predigen, sind aber niemals dazu ordiniert worden. Und wie hier auch Paulus deutlich macht, die Ordination muss durch die Ältestenschaft der Kirche Gottes erfolgen, durch Handauflegung. Und wenn man diese Ordination erlangt hat, dann kann man die Dinge tun, von denen Paulus hier spricht im Hinblick auf Timotheus. Vorher sollte man sehr aufpassen, dass man dies tut, denn wenn man keine Autorität dazu von Gott erhalten hat, dann könnte ein Gott auch hierzu zur Verantwortung ziehen. Und das wäre uns nicht dienlich. Aber Paulus war darum bemüht, Timotheus klarzumachen, dass er über diese Dinge nachdenken sollte, meditieren sollte, wie er sich im Leben verhalten sollte, um sich selbst zu retten und auch andere. Hebräer Kapitel 13 und Vers 7. Hebräer Kapitel 13 und Vers 7. Schauen Sie, was Paulus hier sagt. Er sagt, gedenkt eurer Führer, der Ältesten, der Predigerschaft, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Es geht also nicht nur um Reden, es geht auch darum, dass diejenigen, die geredet haben, auch danach gelebt haben und den Glauben gehabt haben, den sie verkündeten. Es geht nicht nur um theoretisches Wissen, schauen Sie, es geht um einen Lebenswandel, der durch Reue, durch Umkehr erfolgt und natürlich durch die Gnadengabe Jesu Christi, der den Heiligen Geist vom Vater empfangen an die Ältesten weitergegeben hat. Und schauen Sie, wenn jemand zu einem Ältesten ordiniert wird, dann erhält er laut Bibel eine weitere Portion, ein weiteres Maß des Heiligen Geistes, um eben ihre Aufgabe als Älteste vollbringen zu können.
Christus sagt uns, und die Bibel sagt uns, dass wir über Jesus Christus meditieren sollen. Wir sollen uns darüber klar werden, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns den Weg weisen muss. Er sagt hier in Hebräer Kapitel 13 und Vers 8, nachdem er gerade gesagt hat, dass man anderen folgen soll, da heißt es hier in Hebräer Kapitel 13 und Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Zunächst sagt er in Vers 7, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an, ahmt ihren Glauben nach. Wieso konnten sie dieses Wort Gottes verkünden? Wieso konnten sie den Glauben haben? Wieso konnten sie den richtigen Wandel haben? Nun, weil Jesus Christus in ihnen wohnte. Und Jesus Christus, Vers 8, ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er kam nicht, um zum Beispiel den Sabbat abzuschaffen. Er kam nicht, um zum Beispiel die heiligen Tage Gottes abzuschaffen. Nein, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wahre Christen werden diese Tage halten. Aber wir sollen uns eben auf Christus konzentrieren, um zu sehen, wie hat Christus gelebt, was hat Christus gelehrt und wie sollten wir uns heute als Christen verhalten. Hebräer Kapitel 3. Hebräer Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Da sagt Paulus, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn bestellt hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Aber hier wiederum, betrachtet, denkt über Jesus Christus nach. Unser Vorbild, dem wir nachfolgen sollen. Wir müssen uns also Gedanken darüber machen, wie Jesus Christus gelebt hat. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie Jesus Christus heute in einer gewissen, gegenwärtigen, gegebenen Situation handeln würde. Machen Sie sich solche Gedanken. Meditieren Sie darüber nach. Sie sind mit einer gewissen Situation konfrontiert, sagen wir einmal. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Denken Sie darüber nach, anhand der Bibel, anhand dessen, was hier in der Bibel geschrieben steht, wie Jesus Christus gehandelt hätte? Oder meinen Sie, Sie könnten das alles ignorieren, Sie wüssten das von sich heraus? Jesus Christus zum Beispiel hat sich geweigert, in einer Erbschaft, die ihn nichts anging, von zwei Brüdern Partei zu ergreifen. Jesus Christus hat sich geweigert, den ersten Stein auf die Frau zu werfen, die im Ehebruch ertappt worden war. Jesus Christus hat sich geweigert, andere zu verurteilen und zu verdammen. Denken Sie an diese Dinge, die Jesus Christus getan hat. Jesus Christus hat gesagt, stecke dein Schwert weg. Jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, die euch verfolgen. Denken Sie über diese Dinge nach. Über die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus gelehrt hat. Hebräer Kapitel 7 und Vers 4. Hebräer Kapitel 7 und Vers 4. Auch hier wiederum, es heißt, schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Es geht hier um den Hohepriester Melchisedek, wie ich schon bereits öfters gesagt habe, kein anderer war als Jesus Christus damals. Schaut ihn euch an, wie groß dieser Mann ist, wie groß Jesus Christus heute ist, der die Autorität über uns hat, uns zu sagen, wie wir leben sollen. Hebräer Kapitel 12 und Vers 3, aber die Frage ist, wollen wir Jesu Christi Nachfolger sein oder nicht? Wenn wir es sein wollen, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie Jesus Christus gelebt hat, was er gelehrt hat, was er uns heute gebietet. Hebräer Kapitel 12 und Vers 3. Denn betrachtet den, denkt über ihn nach, schaut ihn euch an, betrachtet den, der so großen Widerspruch
von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Denkt darüber nach, wie Jesus Christus in Zeiten der Verfolgung gehandelt hat, damit ihr nicht entmutigt werdet, damit ihr nicht denken sollt, warum treffen diese Schwierigkeiten mich und warum nicht andere? Ich will ein Christ sein, ich will Christus nachfolgen und habe diese Schwierigkeiten. Nun, denkt daran, wie Christus verfolgt wurde. Und er sagte, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Aber schauen wir uns an, wie Jesus Christus reagiert hat auf diese Verfolgung. Als er geschlagen wurde, hat er nicht zurückgeschlagen, zum Beispiel. Wir sollten darüber nachdenken, dass wir Antworten von Gott erhalten in unserem Leben, wenn wir Antworten bedürfen. Zum Beispiel Psalm 73. Und wir müssen natürlich auch daran glauben, dass wir Antworten von Gott erhalten werden. Nun, die kommen nicht unbedingt dadurch, dass wir auf einmal Gottes Stimme hören. Ich würde sogar sagen, wenn Sie auf einmal eine Stimme hören sollten, dann würde ich vielleicht ein wenig besorgt werden über Ihren Seelenzustand, denn Gott arbeitet heute nicht so. Gott gibt Antworten heute durch Umstände. Manchmal durch Predigten, manchmal durch Aussagen in der Bibel, die Sie finden, wenn Sie die Bibel lesen. Manchmal durch Umstände in Ihrem Leben. Aber Sie müssen natürlich auch Ihre Augen offen haben und Ihren Sinn darauf gewappnet haben, um solche Antworten erkennen zu können. In Psalm 73 finden wir ein interessantes Beispiel. Psalm 73, ein Psalm von Asaph. Da heißt es, fürwahr, Gott ist Israel gut, und wir sind heute geistliche Israeliten, denen die reinen Herzens sind. Aber dann berichtet er in den ersten 12 Versen dieses Psalms, dass er beinahe, sogar möglicherweise, die unvergebbare Sünde begangen hätte, wenn er nicht aufgepasst hätte. Denn er hat sich darüber empört, dass es zum Beispiel den Ungerechten so gut geht. Das hat er gar nicht eingesehen. Warum lässt das Gott zu? Und da hat er irgendwie doch schon ein wenig gestrauchelt. Aber nun lesen wir weiter in Vers 13. Da sagt er nämlich hier, und deswegen habe ich hier von der unvergebbaren Sünde gesprochen, fürwahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände, doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Aber er besann sich, er meditierte über alles dies. Und schauen wir uns an, wie er fortfährt. In Vers 15. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Vers 16. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Schauen Sie, da dachte ich nach. Da meditierte ich, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Zunächst einmal hatte er die Antwort nicht erkannt, bis, Vers 17, ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende, das Ende der Übeltäter. Er ging also jetzt, sagen wir einmal, in eine Versammlung der Kirche Gottes, in diesem Falle hier wohl in den Tempel, und dachte mehr noch darüber nach, warum alles dies geschieht und was eigentlich das Schicksal der Übeltäter sein wird und das Schicksal der Gerechten. Vers 18. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Letztendlich wird dies geschehen, den Gerechten gegenüber. Vers 24, er sagt, nach deinem Rat leitest du mich. Und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit an. Schauen Sie, hier wird der Unterschied klar. Der Unterschied, den der Asaph durch Nachdenken, durch Meditation, durch Gebet, durch göttliche Inspiration erkennen konnte. Und es ist auch gut für uns,
dass wir in solchen Situationen über Gottes Wort, über die Bibel nachdenken. Vers 20 sagt, wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild, also das Bild der Gottlosen. Aber das kam nur dadurch, diese Erkenntnis, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, dass er meditiert hat, dass er sein Leben und auch natürlich dann das Leben anderer Menschen in eine Betrachtungsweise hineingezogen hat, um ihm klar machen zu können, warum sollen wir heute überhaupt gerecht leben? Was ist der Grund dafür? Nun, der Lohn unserer Gerechtigkeit wird ewiges Leben sein. Der Lohn der Ungerechten, die sich nicht bekehren wollen, wird nicht ewiges Leben sein. Auch nicht ewiges Leben in der Hölle. Aber der Tod, etwas, was wir keineswegs für uns ersehnen. Nun, wenn die Ungerechten, wie wir eben ja bereits gelesen haben, zur Wahrheit gelangen, wenn Gott ihnen den Sinn öffnet und sie sich dann bekehren, werden auch sie ewiges Leben erlangen. Aber zunächst einmal leben sie im Unglück. Schauen Sie, es ist keineswegs so, dass der Ungerechte in Freuden lebt. Nun, vielleicht für eine gewisse Zeit mag es so aussehen, aber auch hier auf Erden wird es schon zu einer Abrechnung kommen. Wenn ich sage hier auf Erden, meine ich damit, solange wie wir hier leben. Es wird auch schon in diesem Leben zu einer Abrechnung kommen. Schauen Sie, der Sünder wird nicht in Sünde gesegnet. Sünde bringt automatische Strafe mit sich. Gerechtigkeit bringt automatische Segnung mit sich. Auch darüber müssen wir nachdenken. Es mag vielleicht nicht unmittelbar erscheinen, dass dies der Fall ist, aber es wird deutlich werden in Ihrem Leben. Wenn Sie über das nachdenken, was in Ihrem Leben bereits geschehen ist, was zurzeit geschieht, was in der Zukunft geschehen wird. Und eine wichtige Regel, ein wichtiges Prinzip, wenn es um biblische Meditation geht, ist, dass man Meditation und Gebet miteinander verbindet. Und das kann man sehr leicht tun. Und ich möchte Ihnen jetzt einige Beispiele geben, wo dies der Fall war. Wenn Sie zum Beispiel beten und wissen nicht so recht, worüber Sie beten sollen. Oder wenn Sie zum Beispiel meditieren sollen oder wollen und wissen nicht so recht, wie Sie meditieren sollen, über was Sie so nachdenken sollen. Dann denken wir einmal an folgende Beispiele, wie zum Beispiel Psalm 25. Psalm 25 und lesen wir angefangen in Vers 1. Psalm 25, angefangen in Vers 1, ein Psalm von David. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Also er betet hier zu Gott. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Vers 4. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Also wiederum eine Bitte, ein Gebet an Gott. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit, lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich den ganzen Tag. Ein Gebet an Gott, aber wir sehen auch hier die Einstellung des David, der erkannt hatte und verstanden hatte, dass er von sich aus die Wahrheit nicht erkennen könnte. Er musste Gott bei sich haben, der ihn die Wahrheit lehrte. Vers 5. Gedenke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. Vers 7. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen gedenke nicht. Er erkannte, dass wenn man bereut, und er kannte auch und wusste bereits um das Opfer Jesu Christi, wie ich in der vorletzten Predigt deutlich gemacht hatte, und er wusste, dass Christus kommen würde, um für ihn zu sterben, um Vergebung für seine Sünden zu bewirken, und so kann er hier sagen, gedenke an die Sünden meiner Jugend nicht, gedenke nicht an meine Vergehen, nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Also diese ersten 7 Verse dieses Psalms sind klar ein Gebet an Gott. Aber nun schauen wir uns an, wie es weitergeht. In Vers 8, da gibt es jetzt eine Meditation. Da beginnt jetzt David mit sich selbst über Gott nachzudenken und nachzusinnen und sich Gedanken darüber zu machen, wer und was Gott ist. Und er sagt hier in Vers 8, gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg.
kein Gebet an Gott direkt, es ist eine Betrachtung über Gott. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Vers 10. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue, denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Also er fing an, direkt zu Gott zu beten. Er schreibt jetzt oder denkt jetzt an gewisse Dinge nach, die Gott charakterisieren. Und nachdem er dies getan hat, fährt er fort in Vers 11 wiederum zu Gott zu beten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Und dann wieder Vers 12, Meditation. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen, Vers 13. Seine Nachkommen werden das Land besitzen, Vers 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Gott zieht sie ins Vertrauen. Er erweist ihnen und gibt ihnen Erkenntnis, die er anderen nicht gibt, wenn sie Gott respektieren und ehren. Vers 15. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Also hier alles, dies war jetzt Meditation, das Nachdenken über Gott und die Beziehung, das Verhältnis Davids zu Gott. Und jetzt wiederum Vers 16, Gebet. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Und jetzt spricht er wieder über sich selbst, macht sich wieder über sich selbst Gedanken, aber im Hinblick auf Gott. Die Enge meines Herzens mache weit, sagt er jetzt wiederum zu Gott, wiederum Teil des Gebetes, und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Nachdem er also sich Gedanken darüber gemacht hat, wer und was Gott ist und welche Barmherzigkeit er hat, wendet er sich wiederum an Gott in diesem Gebet und bittet um diese Barmherzigkeit, bittet um sein Eingreifen, bittet um seine Hilfe. Vers 18, siehe mein Elend an und meine Mühsal, vergib alle meine Sünden. Siehe meine Feinde an, wie viele sie sind, mit gewalttätigem Hass hassen sie mich. Vers 20, bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Lauterkeit und Redlichkeit, Vers 21, mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Aber jetzt in Vers 22 erweitert er sein Gebet, bezieht es nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere, die in gleicher Bedrängnis sind. Und er sagt in Vers 22, erlöse Israel, o Gott, aus allen seinen Nöten. Und so sollen wir ja auch beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, gib uns heute unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld und so weiter und so fort. Es soll dies nicht nur ein eigennütziges Gebet sein, das sich allein auf uns bezieht, auf uns selbst individuell, sondern eben auch auf andere. Aber schauen Sie hier die Wechselbeziehung in diesem Psalm zwischen Meditation und Gebet. Und so gibt es viele, viele Psalme, die ich hier aufführen könnte, aber aus Zeitgründen jetzt hier nicht aufführen möchte. Aber Sie können daraus selbst ein Bibelstudium machen und können diese Wechselbeziehung sehen. Manchmal fängt es mit Gebet an, dann Meditation, dann wieder Gebet. Manchmal fängt es mit Meditation an und dann Gebet und so weiter und so fort. Und das ist eine gute praktische Anwendung, die Sie selbst in Ihrem Leben durchführen können, wenn Sie sich auf Ihre Knie begeben und zu Gott beten und dann sich während des Gebetes Gedanken machen über Gott, über Ihr Verhältnis zu Gott und aus diesen Gedanken heraus Ihr Gebet fortführen. Und dann haben Sie auch nicht unbedingt Nöte, dass Sie nicht länger als 5 Minuten, sagen wir einmal, beten können. Psalm 27 ist zum Beispiel ein weiterer Psalm, der diese Wechselbeziehung von Gebet und von Meditation zum Ausdruck bringt. Psalm 42 wäre ein weiterer Psalm. Und so gibt es, wie ich sagte, mehrere Psalmen, die dies deutlich machen. Aber schauen Sie sich diese Psalmen an, Psalm 27, Psalm 42, und Sie werden sehen, wie das alles miteinander zusammenpasst. Eine wichtige weitere Regel ist, dass man meditieren soll, dass man nachdenken soll, dass man besinnen soll, Besinnung haben soll, bevor man antwortet. In vielen Fällen antwortet man, bevor man denkt. Und ich habe ja auch bereits eine Predigt darüber gebracht, über dieses Thema, aber hier nur eine Stelle. Zunächst einmal,
in 1. Petrus Kapitel 3. In 1. Petrus Kapitel 3, da wird uns nämlich deutlich gesagt, dass wir uns Gedanken machen sollen. Und zwar im Hinblick auf potenzielle spätere Fragen. Denn wir können uns hier ungefähr vorstellen, wenn wir den Lebensweg Gottes gehen, dass es zu Fragen kommen wird, wenn Menschen eben unsere veränderte Verhaltensweise in uns sehen. Die werden natürlich dann auch wissen wollen, warum, aber auch da aufgepasst. Viele wollen es gar nicht so richtig wissen, die wollen halt lediglich nur mit ihnen argumentieren. Aber im 1. Petrus Kapitel 3 lesen wir Vers 15. 1. Petrus 3 und Vers 15, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also nicht da jetzt dem irgendwie, sagen wir mal, den Hammer über den Kopf hauen wollen, sondern mit Sanftmut soll man eine Antwort geben, wenn uns jemand fragt, und zwar, wenn uns jemand fragt über die Hoffnung, die in uns ist, der also es wirklich wissen will. Tut es mit Sanftmut und Ehrerbietung. Vor allen Dingen, wenn es ältere Leute sind, sagen wir mal unsere Eltern, die mit uns sprechen wollen. Wir sollen die nach wie vor ehren. Wir sollen also nicht versuchen, die jetzt als unwissend und dümmlich und dumm und unverständlich herabzukanzeln. Nein, wir sollen mit Sanftmut und Ehrerbietung ihnen Antwort geben, wenn sie wirklich Antwort haben wollen. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel, schauen Sie, nicht unbedingt ihre guten Worte, ihren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Es geht um den guten Wandel. Es geht aber auch darum, dass man hin und wieder natürlich gefragt wird, warum man so lebt, wie man lebt. Und man soll dann demjenigen, der es wirklich wissen will, mit Sanftmut und Ehrerbietung Antwort geben. Kurz Antwort geben, welche Bedeutung die Hoffnung, die in uns ist, für uns hat. Man soll darüber nachdenken. Zunächst einmal, wie man diese Antwort geben wird, wenn sie notwendig ist, wenn man gefragt wird. Nun, auf der anderen Seite sagt uns Gott, nicht nachzudenken, nicht zu meditieren, wie man antworten soll. Und das scheint zunächst einmal ein Widerspruch zu sein. Aber schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 21 an, die Verse 12 bis 14. Lukas Kapitel 21 und die Verse 12 bis 14. Und da lesen wir hier, dass Christus uns Folgendes sagt. Lukas Kapitel 21 und die Verse 12 bis 14. Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Also Christus sagt hier, wir sollen uns nicht darauf besinnen, wie man solche Fragen beantworten soll. In Lukas Kapitel 12 und Vers 11 sagt er etwas Ähnliches. Lukas Kapitel 12 und Vers 11. Da sagt er, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht. Schauen Sie, hier wird mir die Betonung auf das Sorgen gelegt. Wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. In Markus Kapitel 13 und Vers 11 wird es noch klarer, was hier eigentlich gesagt wird und was hier gemeint ist. Markus Kapitel 13 und Vers 11. Markus Kapitel 13 und Vers 11. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht,
was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Es geht darum, dass man keine unnötigen Sorgen sich machen soll. Sich in Sorge darüber Gedanken machen soll, wie man sich bloß vor diesen Verfolgungen schützen kann oder wie man sich bei solchen Verfolgungen verhalten soll. Einige, die sind so unglaublich besorgt, die werden schon fast krank vor Sorge, wenn sie in die Zukunft blicken und sich sagen, wie sich bloß das erklären, wie ich zum Beispiel mich in gewissen Situationen verhalten will. Und Christus sagt, das müsst ihr abstellen. Sorgt euch darüber nicht, denn ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Gottes Heiliger Geist, der Heilige Geist des Vaters und des Sohnes in euch, wird euch helfen. Er wird euch lehren. Er wird euch inspirieren, was ihr sagen sollt. Und ihr werdet in einer solchen Weise sprechen, dass eure Widersacher gar nichts dagegen sagen können. Nun, das heißt nicht, dass sie unbedingt mit euch einer Meinung sein werden, aber sie können euch nicht widerlegen mit dem, was ihr sagen werdet. In Matthäus Kapitel 10 finden wir in Vers 19 eine ähnliche Aufforderung von Jesus Christus. Matthäus Kapitel 10 und Vers 19. Da heißt es, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Nun, dazu bedarf es Glauben. Es bedarf des Glaubens, dass dies auch in der Tat geschehen wird. Denn nicht ihr, sagt Christus hier, seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Also hier alle Stellen zusammengenommen, es ist der Heilige Geist, der von Gott, dem Vater und Jesus Christus kommt, der in uns wohnt, durch den wir inspiriert werden, das Richtige zu sagen. Wir sollen uns also von daher nicht Sorgen machen, was wir sagen werden in solchen Situationen, aber wir sollen darüber meditieren, dass wir uns eben nicht Sorgen zu machen haben oder zu machen brauchen, wenn wir in eine Situation gelangen, weil wir eben wissen, dass der Geist des Vaters in uns ist und uns die richtigen Worte geben wird. Wir sollen uns schon darüber klar werden, was unsere Hoffnung ist. Und das ist das, von dem Petrus hier spricht. Wir müssen schon dieses Fundament haben. Aber Christus sagt, aber ihr sollt euch keine Sorgen darüber machen, wenn ihr in einer solchen Situation seid oder kommen wird, wie ihr dann antworten sollt. Denn das wird uns dann von Gott gegeben werden, diese Antwort. In Lukas Kapitel 21 wird noch etwas mehr gesagt in dieser Beziehung. Lukas Kapitel 21 und in Vers 14. Lukas Kapitel 21 und Vers 14. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Wir sollen ja Zeugen sein von Jesus Christus. Das Evangelium vom Reich Gottes soll zu einem Zeugnis verkündigt werden in aller Welt. Und dann wird das Ende kommen, heißt es. Und so werden auch wir in Situationen gelangen, wo wir Zeugnis abgeben müssen. Dann ist es in der Tat notwendig zu reden. In den meisten Fällen ist es vorher für individuelle Christen nicht unbedingt notwendig, zu reden. Es ist weitaus notwendiger, den wahren Weg zu leben, als ein Licht. Aber hier heißt es, es wird euch zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in euren Herzen. Nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Also man soll darüber nachdenken, man soll zu dem Schluss kommen, dass man es sich in seinem Herzen festsetzt, dass man eben nicht diese ängstlichen, besorgniserregenden Gedanken hat, wie man sich verantworten soll. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Also auch hier ist Meditation notwendig. Aber es ist die Meditation, dass man eben nicht sich unnötige Sorgen macht, wie man sich verhalten soll, wie man antworten soll, weil Gott uns diese Gedanken artikulieren lässt, die seine Gedanken sind. In der Mengebibel wird diese Stelle wie folgt übersetzt. Und ich möchte dies kurz in Lukas Kapitel 21, Vers 14 aus der Mengebibel vorlesen. Lukas Kapitel 21,
und Vers 14. Und da heißt es hier in der Menge Bibel: So beherzigt denn die Warnung wohl, dass ihr euch nicht im Voraus Sorge über die Art eurer Verteidigung macht. Beherzigt die Warnung wohl, sagt Menge, denn ich selbst werde euch Rede, Gabe und Weisheit verleihen, der alle eure Widersacher nicht zu widerstehen noch zu widersprechen imstande sein sollen. Aber um eine Warnung wohl beherzigen zu können, muss man zunächst einmal über diese Warnung nachdenken und sie verinnerlichen. Und da ist eben Meditation absolut notwendig. Eine weitere gute Art und Weise der Meditation ist, dass man über Gottes Schöpfung nachdenkt. Zum Beispiel die Tatsache, dass Gott alles erschaffen hat und wie wunderbar er alles bereitet hat. Ich möchte kurz einmal hier eine Stelle aus den Sprüchen vorlesen, und zwar im 6. Kapitel. Sprüche Kapitel 6 und Vers 6, eine sehr bekannte Stelle. Aber sie sollte nicht belächelt werden, denn Salomo, der weiseste Mensch, der auf Erden gelebt hat, natürlich nicht weiser als Jesus Christus, aber der hat hier etwas sehr Weises von sich gegeben. Und er sagt hier: Gehe hin zur Ameise, du Fauler. Kapitel 6, Vers 6. Sieh ihre Wege an und werde weise. Also das ist hier ein winziges, kleines Insekt, das Gott erschaffen hat. Aber auch selbst da kann man etwas lernen. Er sagt nämlich hier: Siehe, sie hat keinen Anführer, keinen Aufseher, keinen Gebieter. Sie bereitet im Sommer ihr Brot. Sie sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Und wenn man sich das anschaut, sagt Salomo, bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen, und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Also er sagt, man kann aus der Natur, die von Gott erschaffen worden ist, lernen. Man muss natürlich über diese Dinge nachdenken. Wie ich sagte, David hat darüber nachgedacht, warum hat Gott überhaupt das gesamte Universum erschaffen? Die Sterne, die Sonnen. Und was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und dann hat er natürlich den Zusammenhang erkannt, dass alles dies einmal dem Herrschaftsbereich des Menschen übertragen werden wird, aber nicht in diesem physischen Leib. Der Mensch wird niemals physisch gesehen in der Lage sein, das Universum zu beherrschen. Aber er wird später als ein Geistwesen in der Familie Gottes, im Reich Gottes, die Aufgabe erhalten, nicht nur über die Erde zu regieren, unter Jesus Christus, unter Gott dem Vater, sondern eben sogar auch über das Universum. Und David dachte darüber nach. Und Paulus nachher im Hebräerbrief schreibt darüber. Alles dies sind Meditationen, Gedanken, die hier dargelegt werden, unter göttlicher Inspiration. Und so ist es schon gut, einmal des Nachts sich die Sterne anzuschauen und sich diese Gedanken zu stellen und zu fragen, ja, warum hat Gott das alles erschaffen? Und was ist die Zukunft des Menschen? Was ist meine Zukunft? Wir sollten auch über das Verhalten von Menschen nachdenken im Lichte des Gesetzes Gottes. Viele tun dies nicht. Im Buch Hosea, im Alten Testament, lesen wir Kapitel 7. Hosea Kapitel 7. Und lesen wir Vers 2. Hosea Kapitel 7 und Vers 2. Er sagt hier über das moderne Haus Israel, aber es geht auch um alle anderen Nationen. Sie üben Betrug, der Dieb dringt ein, die Räuberbande plündert draußen. Aber, Vers 2, sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich mich an all ihre Bosheit erinnere. Nun haben ihre Taten sie umringt. Sie sind vor meinem Angesicht. Denken wir daran, wenn wir Böses tun, oder denken wir auch daran, wenn wir andere Böses tun sehen, dass Gott dieses auch sieht. Dass das nicht etwas ist, was wir so im Dunkeln tun können, ohne dass Gott es bemerkt. Es ist gut, darüber nachzudenken, dass wir alle Rechenschaft ablegen müssen über das, was wir tun, über das, was wir sagen. Sprüche, Kapitel 21. Sprüche, Kapitel 21.
Politiker haben gesagt in Deutschland und natürlich auch in anderen Ländern, man kann zum Beispiel ein Land nicht mit der Bergpredigt regieren. Es ist ja nun sprichwörtlich geworden, dass Politiker lügen. Man erwartet das quasi von denen. Nun, denken die auch daran, dass sie eines Tages einmal Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie gesagt und getan haben? Christus sagte, wir werden über jedes nichtsnutzige Wort, das wir in diesem Leben gesagt haben, Rechenschaft ablegen müssen. Nun, es sei denn natürlich, man bereut diese nichtsnutzigen Worte und sie werden uns von Gott vergeben und dann wird Gott auch das vergessen. In Sprüche Kapitel 21 lesen wir Vers 12. Ein Gerechter hat Acht auf das Haus des Gottlosen. Er, Gott ist hiermit gemeint, stürzt die Gottlosen ins Unglück. Aber der Gerechte, der sieht dies, der versteht dies. Aber diejenigen, die hier in Hosea beschrieben worden sind, die verstehen das nicht, die beachten das nicht, die denken gar nicht daran. Die meinen, die könnten leben, wie sie wollten und Gott kümmert sich nicht darum. Aber wir sollen hauptsächlich über die positiven Dinge nachdenken, über positive Dinge meditieren. Es ist schon gut, über negative Dinge in dem Sinne zu meditieren, dass wir uns klar darüber werden, dass Gott Rechenschaft von uns, von der gesamten Menschheit fordern wird. Aber unser Hauptgrund der Meditation sollte in positiven Bahnen verlaufen. Schauen wir uns einmal Philipper Kapitel 4 an. Philipper Kapitel 4 und lesen wir Vers 8. Philipper Kapitel 4 und Vers 8. Da sagt Paulus etwas sehr Notwendiges, sehr Wichtiges. Philipper Kapitel 4 und Vers 8, wiederum zunächst einmal hier von der Elberfelder Bibel gelesen. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohltuend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Luther übersetzt besser hier, darauf seid bedacht. Mit anderen Worten, darüber denkt nach. Im Englischen meditate, meditiere über diese Dinge. Also wir sollen über das nachdenken, was richtig ist, was gut ist, was positiv ist. Weil es eben auch unsere eigene Einstellung positiv beeinflussen wird. Wenn wir uns immer mit Negativen abgeben, dann werden wir auch negativ werden. Und Paulus sagt, nein, ihr sollt positiv denken. Ihr sollt auf das Positive bedacht sein, damit ihr eben auch eine positive Einstellung entwickeln könnt in ihrem Leben, in eurem Leben. Und so lesen wir Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10 und angefangen in Vers 24. Hebräer Kapitel 10 und die Verse 24 bis 25. Lasst uns aufeinander Acht haben. Aber hier im positiven Sinne. Schauen Sie, in welcher Weise wir aufeinander uns konzentrieren sollen, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Wenn wir Gelegenheit haben, zum Beispiel während der Zeit, während der meine Frau und ich in Deutschland sein werden, uns an Versammlungen der Kirche Gottes zu beteiligen oder zum Laubhüttenfest, sagen wir einmal, dann, wenn es die Möglichkeit für uns besteht, dann sollten wir dies tun. Er sagt, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern wir sollen uns einander ermuntern, in positiver Weise, wie ich sagte hier, uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Paulus fährt fort, im unmittelbaren Zusammenhang von der unvergebbaren Sünde zu sprechen, in den nächsten Versen. Er sagt dies, um deutlich zu machen, dass wir als Christen keine individuellen Christen sein dürfen. Wir sind Teil des Leibes Christi. Wenn wir getaufte Mitglieder der Kirche Gottes sind, wenn Gottes Geist in uns wohnt, sind wir Teil des Leibes Christi. Und wir auch als einen solchen Teil des Leibes Christi verstehen. Und wenn wir Gelegenheit haben, wie zum Beispiel jetzt diese Zusammenkunft zu haben, dadurch, dass man zum Beispiel jetzt diese Predigten sich anhört, die wir hier geben, oder
auf andere Weise Kontakt haben können mit Gleichgesinnten, dann sollten wir dies tun. Wenn wir meinen, wir könnten individuelle Christen sein und bleiben, dann sagt Christus, ihr schneidet euch ab von dem Leib. Und das ist gefährlich. Denn Christus sagt, wenn ihr die Reben seid, die sich vom Weinstock abschneiden, dann werdet ihr verdorren. Und deswegen spricht hier Paulus in den nächsten Versen von der unvergebbaren Sünde. Wir sollten darüber nachdenken. Wenn wir meinen, wir könnten weiterhin unseren eigenen Gelüsten frönen und auch in geistlicher Hinsicht der eigene Meister unserer Bestimmung sein, dann haben wir eine sehr schwere Wahl, einen sehr schweren Lebensweg vor uns. Denken wir über das letztendliche Ziel nach, warum Gott uns erschaffen hat. Denken wir darüber nach, dass letztendlich wir erschaffen wurden, der Mensch wurde erschaffen, um einen Anteil zu haben am Reich Gottes, an der Familie Gottes, hineingeboren zu werden in die göttliche Familie, ein Mitglied, ein wiedergeborenes, unsterbliches Geistesmitglied der Familie Gottes zu werden. Ja, Gott zu werden. Christus sagte dies deutlich. Er sagte, das Gesetz sagt euch, ihr seid Götter. Zukunft ist hier natürlich angesprochen. Und das Wort Gottes kann nicht gebrochen werden, es kann nicht aufgehoben werden, es kann nicht annulliert werden. Es ist nicht ein verbindliches Versprechen, das ist das Potenzial, das sie haben, ein Gottwesen zu werden. Denken Sie darüber nach, wenn Sie in Schwierigkeiten sind, denn im Vergleich zu dem, was wir heute durchmachen, ist das eine leichte Bedrängnis, die in keinem Zusammenhang steht mit der herrlichen, gewaltigen Zukunft, die uns bevorsteht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.